Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zum neunten Video auf meinem Kanal. Und heute seht ihr mal ein anderes Video. Nebenbei läuft ein Gameplay, aber heute geht es hauptsächlich um das Thema, dass man sich jetzt quasi bezahlte Kommentare in YouTube kaufen kann. Also erstmal, was das überhaupt bedeutet. Also ich erzähle jetzt ein bisschen da so rundherum. Also wenn ihr zum Beispiel jetzt im Livestream seid bei YouTube und einen Lieblings-YouTuber habt, dann könnt ihr ihn jetzt finanziell unterstützen, dass man Twitch kennt oder von YouTube, dass das vorne angezeigt wird auf dem Bildschirm. Das ist jetzt aber nicht mehr, also das ist natürlich auch noch, aber man kann jetzt quasi seine Kommentare hervorheben. Ab dem 20. Januar wird das beta-weise getestet, das möchte jetzt YouTube einführen. Ja, also sind das quasi dann besondere, hervorgehobene Kommentare, wenn ihr zum Beispiel schreiben wollt, hier, du bist mein Lieblings-YouTuber oder was weiß ich, dann könnt ihr denen jetzt quasi Geld geben, dann werden die Kommentare hervorgehoben und damit unterstützt ihr den YouTuber. Ja, wie kann man sich das vorstellen, dass die Kommentare hervorgehoben werden? Zum Beispiel, ein einfaches Beispiel, ihr seht, oder ihr nehmt an, ihr schreibt etwas, zum Beispiel, du bist mein Lieblings-YouTuber, dann wird das mit einem Kätzchen umrandet in einer Farbe und das wird dann in den Chat geschrieben. Dadurch hofft sich YouTube eben, dass die YouTuber da mehr drauf aufmerksam werden, weil das in Farbe ist und natürlich verdienen die auch ein bisschen Geld daran. Das ist dann quasi wie mit den Subs von Twitch. Das geht dann teils an YouTube, teils an den YouTuber. Welches Verhältnis, weiß ich aber nicht. Ja, und das ist dann quasi eben für die Zuschauer, damit die eine bessere Kommunikation mit ihren YouTubern haben und sowas. Ja, also wie gesagt, muss man sich so vorstellen, wie eben bei Twitch, dass das Hälfte-Hälfte aufgeteilt wird. Und dadurch ist dann, also ist nicht genau bekannt, wie viel Prozent abgegeben wird, aber man munkelt so, zwei Drittel werden, also darf der YouTuber behalten und dann ein Drittel muss eben der YouTuber abgeben. Ja, wann startet das? Das startet zum Beispiel ab dem 31. Januar 2017. Das ist aber erstmal beta-weise und erstmal auch nur in 20 Ländern und eben für Zuschauer in 40 Ländern verfügbar sein. Ja, also wie gesagt, ausgewählte Länder nur und die Zuschauer sind dann quasi auch in Ländern eben nur ausgewählt, um das zu testen und ob das überhaupt funktioniert, weil die Monetarisierung bringt wohl nicht mehr so viel Geld ein, wenn man das im Stream macht und von daher finde ich da ein bisschen mehr Geld. Ja, da wollte ich euch einfach mal fragen, wie ihr das findet, dass man jetzt zum Beispiel Kommentare kauft, ob das überhaupt einen Sinn und Zweck hat. Ich meine, wenn man jetzt 3000, 4000 Zuschauer hat, dann ist ja so ein Kommentar ruckzuck weg. Der muss ja dann auch teilweise oben bleiben. Und was, ich glaube, was sogar gemacht wird, dass die Kommentare für ein paar Stunden oder so oder vielleicht nur ein paar Minuten oben bleiben. Vielleicht, wie viel, kommt wahrscheinlich auf die Menge an, wenn man 1 Euro spendet, bleibt es vielleicht nur eine Minute oben, wenn man jetzt vielleicht einen 10er spendet, dann wird das vielleicht 10 Minuten oben bleiben oder so. Also jetzt reine Vermutung, weiß ich nicht. Ja, wollte ich auf jeden Fall mal informieren. Wenn euch sowas gefällt und ihr vielleicht mal mehr Infos über irgendwie sowas haben wollt, dann kann ich das gerne mal machen. Also das soll ich nicht zu sowas entwickeln, dass ich über irgendwelche YouTuber irgendwelche komischen News rausbringe. Und einfach mal so vielleicht über YouTube oder so, so ein paar Schlagzeilen. Ja, das fragt ihr euch sicherlich, woher hat der dumme Junge das eigentlich? Und das kann ich euch beantworten. Das ist von Computerbild. Und ich stecke euch den Link in die Beschreibung. Also ich habe ja keinen Blödsinn erzählt, das sind originale Angaben von Computerbild. Und nebenbei seht ihr jetzt ein Gameplay von COD Remastered. Ja, jetzt lasse ich noch ein kleines Liedchen laufen, damit das Video noch zu Ende geguckt werden kann, wenn ihr Bock drauf habt. Also schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, wie ihr das findet mit den Kommentaren, dass die hervorgehoben werden. Findet ihr das sinnlos oder vielleicht sinnvoll? Oder euch ist das einfach scheißegal? Wie gesagt, ab in die Kommentare, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao!
Zeit.